Wieder habe ich mir einen Uber bestellt, also wirklich diese top großen Limousinen, das sind Riesenautos, ernsthaft, also finde ich toll. Bin also mit diesem Riesending wieder zum nächsten Hotel gefahren und das ist ja doch immer eine ganze kleine Ecke so entfernt, also zu laufen mit Koffer ist schon scheiße, vor allen Dingen auch der Sicherheit wegen. Es geht ja nicht nur, dass man die Strecke nicht läuft, sondern es geht darum, dass das ja auch sicherheitsrelevant ist. Ich habe ja einen Koffer, mein ganzes Geld und alles dabei und da kommt einer, dann haut dir das aus der Hand und dann läuft er davon und ich stehe da wie ein Depp. Nee, nee. Also da habe ich aus Sicherheitsgründen wirklich immer mir einen Fahrer geholt, weil ich das einfach so wollte und ich mich dadurch auch sicherer fühlte. Und es war auch bequem. Und dann habe ich mir also den bestellt. Wir sind also losgefahren. Edition ist damit abgehakt. Gehen wir doch mal ins nächste Hotel, nämlich, worauf ich mich ein bisschen gefreut habe, weil ich dachte, das letzte Carlton war recht gut. Also dieses in Biscayne und auch Coconut war gut. Da könnte vielleicht South Beach Ritz-Carlton vielleicht toll werden. Also sind wir ins Ritz-Carlton South Beach, sind da angekommen. Naja, und auch da galt wieder, du musstest alles wieder mit ein bisschen Witz und Charme und so erzählen. Und das hat sehr hilfreich gewirkt. Wobei ich immer sagen muss, naja, also sie hätten mehr möglich gehabt und haben nur das Notwendigste gemacht. Aber hätte ich nichts gesagt, hätte es weder ein Upgrade gegeben, noch ein schöneres Zimmer und schon gar nicht ein Late-Checkout bis 15 Uhr. Das konnte ich denen ja zumindest noch rausholen. Und das Frühstück, das heißt, ich hatte ja diese 50 extra Dollar. Und das war interessant, weil ich dachte, na komm, Ritz-Carlton ist vielleicht ein gutes Frühstück. Und die hatten da ein gutes Frühstück, auch Frühstücksbuffet. Und das kostet genau 50 Dollar und 1 Cent. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich das dafür nutzen. Und dann sagte die mir in der Rezeption beim Check-in, ja, das ist da gar nicht dabei. So, dann habe ich also gefragt, da bin ich also dann morgens, bevor ich zum Frühstück bin, bin ich da hin und habe ich meinen Schlüssel dabei gehabt. Dann habe ich gesagt, können Sie mal gucken, ob mein Late-Checkout bestätigt ist und ob meine 50 Dollar, ich habe jetzt diese Rate gefunden, weil die Kollegin das nicht wusste. Dann sagte der zu mir, das habe ich auch noch nicht erlebt, ja, dann bräuchten wir Ihre ID-Karte. ID-Karte. Das musste ich wieder zurück ins Zimmer, musste meinen Reisepass holen. Na gut, nehmen wir das zum Thema Sicherheit. Das wäre jetzt etwas, wer hätte das sonst wissen sollen? Oder wer fragt nach einem Late-Checkout? Ja, nicht jemand, der mein Zimmer ausrauben will oder die Karte gefunden hat. Der wäre ja auch damit reingekommen. Ne? So. Nein, sondern, okay, ich habe es geholt. Dann anschließend hat er mir gesagt, ja, der Late-Checkout wurde bestätigt und die Frau, die sie gestern eingecheckt hat, die Frau so und so, die hat ihnen 100 Dollar Credit gegeben statt 50 Dollar Credit. Guck mal. Da habe ich auch gedacht, das ist interessant. Also es gibt immer wieder kleine Überraschungen, ernsthaft. Und ich war dann beim Frühstück, das hat also gut geklappt. Und was ich da zum Beispiel gesehen habe, ich sage, ich traue ja immer meinen Augen nicht, weil ich die Dinge ja auch sehe. Ich habe ja offene Augen, ich sitze dann ja, gucke ja und so. Und da ist so ein junger Mann, so ein Mitarbeiter, der geht dann hin und unten waren die Tische. Und dann ist der mit so einem Lappen hin und hat oben an diese Air Condition abgerieben. Wahrscheinlich ist da Wasser rausgekommen, Kondenswasser. Und bei dem Abwischen ist also alles, natürlich der ganze Dreck von diesen Dingen, ist dann auf die Tische gefallen. Und dann hat er natürlich, statt die Tische wegzuräumen und dann zu machen, nein, ist alles da drauf, auch okay, Kinder, ehrlich. Das sind alles so Sachen. Und ich meine, das erinnert mich wirklich, das ist so wie ich dem im Edition, ich will noch mal ganz kurz zu diesem Edition zurückkommen, wie ich dem das Bild gezeigt habe von der Klimaanlage, wie versifft die aussah. Und dass da nichts sauber gemacht wurde. Aber hättet ihr mal das Gesicht von dem Typen sehen sollen. Und das, was da passiert, das ist ja, ich sage, ich habe keine Worte, was diese Hotelleute sich einfallen lassen und was die dann auch für Leute da beschäftigen. Es sind ja auch nur noch Mexikaner, glaube ich, beschäftigt. Oder Menschen, die Spanisch sprechen. Also woher auch immer die kommen, ja. Und dann war das ja so, dass ich auch dort im Ritz-Carlton natürlich geguckt habe bei der Klimaanlage. Dort war, glaube ich, Juli oder nee, Januar angegeben, wo es das letzte Mal sauber war, war auch ein bisschen kritisch. Gerade wenn man merkt, dass ja so ein Hotelzimmer wegen Feuchtigkeit doch viel diese Dinge hat, sollte man vielleicht den Filter öfter auswechseln. War auch schon ein kritischer Moment, aber immerhin in diesem Jahr 23 ausgewechselt, da kann man sagen, ist nicht negativ gewesen. Aber da, ja, so. Und ich meine, diese gesamte Anlage war ja eigentlich Massenprodukt. Das ist ja wirklich Massenabfertigung. Mich da für 1000 Dollar aufwärts dann anschließend auf so einen Stuhl zu legen, wo neben mir direkt und da neben mir direkt die Leute liegen, würde ich nicht machen. Also ich würde da nicht hingehen, ich würde sofort ins Biscayne gehen. Hast du Platz, freie Laufmöglichkeiten, zwei, drei Pools, einmalig. Aber das war wirklich das Allerletzte. Also von der Seite, The Ritz-Carlton South ist ein Massenprodukt. Schauen wir da erstmal rein, was die Kritik sagt. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erleben, speziell
in the United States. Und der Hon ist zurzeit in United States, nämlich in Miami Beach. Und dort bin ich aktuell im The Ritz-Carlton South Miami Beach. Ich würde sagen, das ist natürlich schon eine interessante Anlage, dieses Ritz-Carlton Miami Beach. Das muss man nochmal ganz klar sagen, weil nicht vergleichbar mit Biscayne, auf gar keinen Fall. Das ist eine ganz andere Welt, obwohl das ja dieselbe Marke ist. Und es ist nochmal eine völlig andere Welt zum Coconut, also das heißt The Ritz-Carlton Coconut. Das ist also überhaupt nicht vergleichbar. Und dennoch hat es etwas Interessantes, weil ich überrascht bin über die Zimmereinrichtung. Das ist natürlich wirklich etwas, was diese Ritz-Carlton-Leute doch in irgendeiner Form gut können. Sie können eben diese Zimmer so einrichten, dass man sich in irgendeiner Weise wohlfühlt. Und das ist auch hier. Also das ist schon ein schönes Zimmer. Also auch nett gemacht, ist so ein bisschen Art, aber auch Business. Also alles so ein bisschen verschmolzen. Und das fand ich schon in irgendeiner Weise interessant. Die Betten sind ja auch immer fantastisch. Du schläfst immer wie so ein kleiner Engel in diesem Zeug. Aber was mir persönlich bei diesem Ritz-Carlton eben nicht gefällt, und das ist jetzt gerade in so einem Ritz-Carlton South Miami Beach, dass du also hier erst ab 16 Uhr einchecken kannst und bis 11 Uhr nur drin bleiben kannst. Also für jeden Normalbucher. Und wenn da jetzt Hochsaison ist, ich bin ja nicht in der Hochsaison hier, dann würde man auch als Ambassador-Member, als den mit dem höchsten VIP-Status, das nicht verlängert bekommen. Vielleicht eine Stunde. Ich würde sagen, vielleicht eine Stunde. Also geht immer davon aus, wenn ihr in Zeiten kommt, wo das hier boomt und die Preise explodieren. Ich meine, so ein Zimmer wie hier kostet im Moment 1.000 und würde dann kosten locker 2.000. Die Suiten kosten bis 10.000. Da muss man wirklich das Kleingeld in der Tasche haben, um auch ein, na, ich sag mal, so ein Late-Checkout auch bezahlen zu können. Denn da zahlt man auch nochmal locker ein Tausender. Das ist alles heute, ja, in dieser Form der Hotels, die auch, ja, keine Rücksicht nehmen. Ganz ehrlich. Also, ich finde, dass diese Hotels hier auch extrem rücksichtslos sind, weil sie ein riesen Publikum haben. Sie haben einfach hier immer gut gebucht. Und selbst wenn sie nicht gut gebucht sind, die stehen auf einem relativ hohen Ross. Also Ritz-Carlton South Miami Beach. Da darfst du dankbar sein als Gast, wenn du hier überhaupt buchen darfst. Und noch dankbarer, wenn du als Member buchst. Denn, mal ganz ehrlich, für Member haben die eigentlich nichts übrig. Es ist eigentlich kein Hotel, wo Ambassador-Member, Titanium-Member gut untergebracht sind. Ich würde es auch nicht nochmal machen. Es ist ein Hotel, wo du wirklich für jede einzelne Geschichte kämpfen musst. Also jetzt einfach zu sagen, man geht hierher und gibt mal, sag mal, ab $1.000 für so eine Nacht aus und das als Ambassador-Member, du hast keine Benefit. Ich kam ja hier um 16.10 Uhr ungefähr an und habe dann, nachdem ich aus dem Edition ausgecheckt bin, hier recht nettes Personal gefunden. Also wirklich, die waren wirklich entzückend. Eine Trainee und auch eine, die schon länger hier arbeitet, die also eingearbeitet hat. Und das war recht lustig. Also wir hatten eigentlich ein sehr nettes Gespräch. Das wurde mir dann nachher wieder zum Vorteil. Also es ist immer gut, auch ein bisschen positiv in die Gespräche zu gehen, auch ein bisschen lustig zu sein, ein paar nette Witze zu machen. Wenn die merken, das ist kein Stinkstiefel, dann sind die schon williger. Ich sag mal willig gern, nicht unbedingt willig. Nachdem ich dann gefragt habe, wie sieht es denn mit dem Late-Checkout aus, da haben sie dann gelächelt und haben gesagt, wir werden das vermerken, dass sie einen Late-Checkout möchten, aber wir können es jetzt noch nicht garantieren. Guck mal, da geht das schon los. Da habe ich schon gedacht, oha. Na gut, dann lassen wir es drauf ankommen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben ja auch für sie ein Upgrade. Da habe ich gedacht, na, da bin ich ja mal gespannt. Und dann haben die mir so ein Upgrade gegeben in so ein Zimmer mit einer Poolseite, ja. Ich bin hier direkt ebenerdig, dafür zahlt man, ich sage, ab $1.000 für dieses Zimmer. Das andere hätte gekostet 600, super günstig, wirklich. Also ich sag mal, in der Hochsaisonzeit ist das gar nicht, da kriegst du ein Zimmer hinten in die Gruft raus, ja, auf den Hauptbahnhof. Und da zahlst du dann auch 1.200 bis 1.500. Und hier hatte ich jetzt also 600 und habe jetzt ein Zimmer gekriegt für 1.100. Was natürlich nett gemacht ist, ich habe mein Käffchen und so weiter, ich habe all diese kleinen Dinge, aber es ist kein Treatment da, es ist keine Persönlichkeit da, es ist weder ein Kärtchen noch irgendetwas Nettes. Also es interessiert hier einfach niemand, wirklich. Man muss es einfach sehen, es ist so ein abgewichstes Ding. Das geht hier zack, zack, zack. Hier kommen jeden Tag Leute aus der ganzen Welt und vor allen Dingen reiche Leute, die bringen ihre Kohle hierher und dann gehen die wieder. Machen die hier so einen Kurzurlaub, dann muss es alles top sein. Dann zahlen die $10.000 für, weiß ich, 3 Tage, dann sind die wieder weg. So. Und dafür ist es auch gedacht. Alles andere, also für alles, was mit Member ist, alles, was
wo jemand denkt, ach Mensch, da könnte man vielleicht ein Schnäppchen machen oder du kriegst vielleicht auch hier mit Punkten irgendwas. Man macht einen Tag so und einen Tag Punkte, um dann den Preis ein bisschen zu reduzieren. Richtig schwierig. Also wirklich ist richtig schwierig. Und von der Seite, man muss genau gucken und vor allen Dingen lange vorausbuchen oder eben ganz kurzfristig. Ja, es ist ja alles schwierig. Du kannst dich nicht auf die Dinge verlassen, weil du musst ja hier 7 Tage vorher dann auch eine Bestätigung, dass du deinen Betrag geblockt bekommst. Den kannst du nicht mehr stornieren. Und wenn du jetzt mit dem Flieger unterwegs bist und kommst nicht hierher nach Miami, ja, was machst du dann? Dann hast du 7 Tage bestätigt, aber du kriegst das Geld nicht wieder. Das ist ja weg. Das interessiert dich auch nicht. Also, es bleibt wirklich, gerade bei solchen Hotels, auf den letzten Drücker zu buchen. Wenn du, sagen wir mal, weißt, dein Flieger ist bestätigt und es soll dann auch losgehen, dann würde ich sagen, buch das Hotel. Und wenn du Glück hast, hat der Algorithmus dir jetzt nicht so einen riesen Preis da reingehauen, sondern es war eben doch nicht ganz so voll und so hatte ich das. Ich habe das auf dem letzten Tag, einen Tag vorher gebucht. Dafür habe ich dann statt 1600 bezahlt. So, und dann ging es los, dass ich ja so eine spezielle Fee von 50 US-Dollar. Und dann habe ich die gefragt am Eingang, gesagt, hören Sie, ich habe ja eigentlich 50 extra Dollar, um hier zum Beispiel ein Frühstück zu kriegen. Also Frühstück ist ja auch nicht inkludiert, auch nicht für Ambassador-Member. Und da ja hier weder Wasser noch Treatment noch ein Choki noch sonst irgendwas auf dem Zimmer war, auch kein Kärtchen, war natürlich die Frage, wieso kriege ich jetzt meine 50 Dollar nicht? Ich habe nochmal geguckt in den Einzelheiten. Und das musst du dir mal vorstellen. Da haben die also eine, ja, ich finde auch ein bisschen perfide Geschichte damit drinstecken. Du kannst diese Rate mit 50 Dollar, ein Bristol-Dingsbums-Rate, kannst du buchen. Aber du hast nicht die Garantie, dass du auch die 50 Dollar kriegst. Also ich sage ja, diese amerikanischen Hotels werden immer schlimmer. Also wir hatten das ja jetzt gerade in den letzten Tagen in dem anderen Ritz, wo die sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Und wenn du da nicht achtest, viele checken aus und gehen und lassen sich die Rechnung schicken. Ich bin ja so, dass ich sage beim Checkout, bitte printen Sie mir einmal das Ding aus, dann gucke ich mir das an und immer habe ich Fehler gefunden. Und da habe ich die immer gleich ausgemerzt und dann wurde das dementsprechend verbessert. Und dann habe ich diese Probleme eben nicht später. Ist ja doch ein wichtiges Argument. Also ich habe keinen Bock, jedes Mal hinterher diesem Geld zu laufen wegen 50 Dollar. Das ist ja nervig. Also mache ich es gleich, habe dann noch ein nettes Gespräch und dann checke ich aus und bin ich weg. So war das eben jetzt auch hier, dass die da nicht wusste und sagte, nee, 50 Dollar haben wir nicht bei Ihnen in der Rate drin. Und da war ich doch sehr verunsichert. Aber da stand wirklich drin, die 50 Dollar ist nach Verfügbarkeit. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr bucht also eine höhere Rate, weil ja ausgerechnet für mich die normale Rate, sagen wir mal, 600 und diese etwas höhere Rate 620. Und dann habe ich 50 Dollar drin, dann zahle ich ja eigentlich nur 500. 70, glaube ich, ne? Ja. Und da habe ich gedacht, 570 oder 600 ist ein Unterschied und ich habe auch 50 Dollar drin, da kann ich frühstücken gehen, weil mal gucken, ist ja auch schön, kann ich ein paar Bilder zeigen. Rechne ich mir das dann so aus? Und dann sagen die auf einmal, ja, ist ja nur nach Verfügbarkeit oder wenn wir möchten, dass sie das haben. Das ist doch geil. Also das muss man sich mal vorstellen. Wie geil das ist, dass du also dann eine höhere Rate buchst um 20 Dollar und kriegst es dann nachher gar nicht, weil sie sagen, ja, nee, ist jetzt für uns nicht zuständig. So, was aber jetzt interessant war, ich bin also dann heute Morgen so zur Rezeption, dann kam ich da unten an und dann sagte der von der Rezeption, nachdem ich gefragt habe, sei, können Sie kurz mal prüfen, ob mein Late-Checkout bestätigt wurde? Ja, haben Sie einen Reisepass da? Da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe gesagt, die Karte funktioniert, die müssen Sie mir nicht neu kodieren, das ist ja alles in Ordnung. Sie brauchen mir nur zu sagen, ob das bestätigt wurde. Ja, das können wir Ihnen nicht sagen, wir brauchen den Reisepass. Also bin ich wieder zurück ins Zimmer gelaufen, habe den Reisepass geholt, da bin ich da unten hin. Dann bin ich aber nicht zu dem, dann bin ich zu dem anderen. Obwohl der frei war, bin ich zu dem anderen, habe ich gesagt, das ist mir einfach zu negativ, ich kann nicht negativ weitersprechen. Und dann war das auch gut, weil da ging es auch positiv los. Ja, schon wieder, Ihr Late-Checkout ist bestätigt, die Frau so und so am gestrigen Tag hat uns das zur Verfügung gestellt, wir haben das bestätigt und dann hat sie auch noch mit der Rate, weil sie ihnen das nicht sagen konnte und sie 50 Dollar hatten, selbstverständlich, hat sie ihnen einfach nochmal 50 Dollar extra gegeben. So habe ich also jetzt in dem Dings statt 50 Dollar 100 Dollar bekommen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wie geil ist das eigentlich?